Wenn Motorradlegende Karl Mayer wieder an einem Motorrad bastelt, kann sich das unser Team natürlich nicht entgehen lassen. Deswegen haben wir uns auf den Weg nach Neufinsing bei München gemacht. Unser neuestes Werk, eine umgebaute BMW S1000 RR, begutachtet. Die hat nicht nur 200 Pferdchen, sondern ist jetzt auch fit für die Sandbahn. Unsere Kollegen Jörg Lohse und Klaus Herder waren vor Ort. So, liebe Leute, wir sind im Stadion des AC Landshut, in Landshut, völlig überraschend. Und ein historischer Moment erwartet uns. Jetzt gleich sofort, praktisch live, wird Karl Mayer das allererste Mal Speed Drifting praktizieren. Das heißt, mit einer S1000 RR von BMW mit 200 PS auf der Speedway-Bahn. Definitiv noch keinen Meter trainiert, die Bahn ist noch jungfräulich. Karl hat noch keinerlei Erfahrung auf diesem Motorrad. Und jetzt wollen wir vom vierfachen Sandbahn-Weltmeister natürlich wissen, was erwartet er in den ersten Runden? Ja, es ist natürlich eine unheimliche Herausforderung für mich. Und 200 PS, 190 Kilo, Supersportler, S1000 RR. Ich habe extra einen breiteren Lenker drauf gemacht, dass ich die in der Kurve ein bisschen besser steuern kann. Und natürlich auch grobstollige Reifen von Conti TKC80. Aber jetzt schauen wir mal, ich bin natürlich schon sehr nervös, ungefähr genauso voll wie beim ersten WM-Finale, wo ich den letzten Lauf fahren habe müssen. Ich werde mich natürlich jetzt erst schon mal ein bisschen langsam herantasten. Nicht, dass ich gleich in der ersten Kurve in der Barriere flog. Und jetzt probieren wir es halt einfach einmal. Mehr kann ich jetzt dazu auch nicht mehr sagen. O-Ton Karl Mayer hat natürlich kein Mensch verstanden. Der Mann ist Bayer. Dafür habe ich den Kollegen Jörg Lohse mitgebracht. Er wird es uns jetzt nahezu simultan übersetzen. Jörg, was hat Karl gesagt? Ja, ich versuche das nochmal zusammenzufassen. Ist natürlich schwer, aber ich als Vater eines Hardcore-FC Bayern-Fans sollte das hinkriegen. Also der Karl hat auf jeden Fall erstmal die Fernsehzuschauer hier in Bayern, in Deutschland, in Österreich, der Schweiz und ich glaube auch in Liechtenstein gegrüßt. Der Mittelteil ist mir etwas entfallen, aber ich weiß, der Umbau geht eigentlich dahin zurück. Frau Mayer klagt über einen tropfenden Wasserhahn, der jetzt schon seit mehreren Jahren auf seine Richtung wartet. Und plötzlich war da die S1000 da und der Karl sagte jetzt, bevor ich den Wasserhahn richte ich erstmal die S1000. Das war, glaube ich, so das Wesentliche, Karl. Habe ich das im Groben und Ganzen schon richtig wiedergegeben, gell? Das ist auf alle Fälle wahr, weil ich meine, lieber ein Motorradschrauben, als wir ein Wasser an einen Tropfen zu reparieren. Also da gibt es gar keine Frage für mich. Also da gibt es nur eins und das heißt, hier ans Motorradl, Gas geben, zusammenschrauben, gescheiten Fußraster hingemacht und dann probieren wir es jetzt. So, und bevor Jörg jetzt noch weiteren O-Ton Süd übersetzen muss, denke ich mal, lassen wir es krachen. Kann leider auch mal was schief gehen, aber Gott sei Dank geht's dem Piloten gut und das Bike ist immer noch einsatzfähig, auch wenn Fußraste, Scheinwerfer und ein Teil der Verkleidung fehlen. Unser Spektakel ist hier vorbei. Jetzt sind die Jungs vom AC Landshut. Die sind jetzt hier dran. Vorher war Karl Mayer hier und wir stehen in der Karl Mayer Gedächtniskurve. Eine neue Sportart ist heute geboren worden, Speeddrifting im Stadion des AC Landshut und ihr wart dabei. Geile Aktion, wir haben es überstanden und wir haben noch ein Geheimnis lüften können, nämlich in einem kleinen Experiment, das Karl Mayer in der Karl Mayer Gedächtniskurve durchgeführt hat, wurde die BMW ein wenig auseinandergenommen. Jörg, was haben wir als Erkenntnis gewonnen? Wir haben als Erkenntnis gewonnen, dass alles, was immer BMW unterstellt wird, gar nicht mehr in Deutschland zu fertigen. Nein, die Fußraste kommt aus Deutschland. Der Scheinwerfer kommt leider aus Slowakia, aber es ist immer noch Europa. Wir müssen aber jetzt Schluss machen. Wer noch mehr Karl Mayer sehen will, kann hier links oder rechts ins Bild reinklicken. Links. Links. Da, links, links neben dir. Links, links ist aber, ja gut. Reinklicken, noch mehr Karl Mayer, noch mehr Sandbären, noch mehr Spektakel. Bleibt bei uns. Und wir gehen jetzt Erdinger trinken. Dankeschön. Tschüss.